Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Sorry, wenn die Folge letzte Folge ein wenig kurz war. Ja. Informationen, die kein Mensch braucht. So, komm, diesmal du stirbst mal. Ziemlich ekelhaft, wenn man scharf drüber nachdenkt. Ist das nicht ein Spaß? So. Meine Mama wäre gar nicht erfreut, wenn sie wüsste, wie viele Nächte ich diesen Fusel gesoffen habe. Sie nannte ihn immer Milch aus den Zitzen des Teufels. Aha, meine. Scheiße. Es war mir so klar, dass die jetzt wieder kommen. Nein, Mann, da kommt noch einer! Es war mir so klar, dass von der anderen Seite auch noch einer angeschissen kommt. Die hätte ich alle weggehabt. Oh Mann. Ständig werden noch irgendwelche Idioten angelaufen kommen und von der. Oh Mann. Ich hätte die alle weggehabt. Alle. Zwei, drei waren schon gefallen, auch mit der niedrigen Dings. Da kommt ja noch einer angelaufen und der haut mich da mit der Schrotflinte noch weg. Ah, oh, sorry, liebe Leute, Mann. Und für sowas verliere ich $5,000? Ey, was? Was soll denn von der Scheiß? Ich bin im French Ward. Meinst du, ich könnte ein bisschen Kohle bei dir lagern? Etwas Geduld, bin sofort da. Ist dir schon mal der Geruch hier aufgefallen? Ja, irgendwas. Gar nicht mal so übel. So. Willst du was einzahlen, Darling? Bitte. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. So, was nochmal? Der hat gesagt, er sei dabei, sich in mich zu verknallen. Das nennt man einen treuen Kunden. Die Sache ist, ich fange an zu... Sag das nicht, verdammt. Will dir nicht deinen beschissenen Arsch verhauen? Na, alles senkrecht? Nicht schießen, doch, ich hab doch nichts getan. Lauf. Wir haben ein Problem. Oh. Ich gehe in Deckung. So, und jetzt holen wir uns unsere Leute. Ich hab hier ein paar Wichser am Arsch im French Ward. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Nicht, du Arschloch! Das hat bestimmt wehgetan. Schätze, da kippen wir nachher kein Bier zusammen. So. Alles easy, das war klasse. Scheiß Chaos! Nimm den Arsch runter, Vollidiot! Ich blute! So, der ist tot. Gott verdammt! Bin getroffen! Kugelsicher, du Granate! Du hast dich mit dem Falschen angelegt! Fantastisch! Danke! So, oben muss noch einer sein. Wir fliegen gleich die Kugeln! Gute Nacht. Und das war der letzte. Puh. Alter. So. Müssen die Munition mitnehmen hier. Und natürlich die Ecke hier looten. Kohle nehmen wir mit auf jeden Fall, auch wenn das so. Ach, ich bin ein Kurier.
Nee. Ja. Ach, die Polizei hängt auch schon da irgendwo rum. Warum aber gerade nicht? Was ist das da oben eigentlich? Ist das ein Erste-Hilfe-Kasten oder? Ne, es ist nur. Okay. Eine Sicherung. Ich brauche wieder Erste-Hilfe. So, die nehmen wir mit. Oder unten ist auch wieder eine Sicherung. Also zwei Sicherungen nur. Okay. Wo haben wir sie denn? Da ist wieder Geld. Zack. Auch da ist Geld. Geld, 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 Geld. Warum auch immer die Cops jetzt hier gerade ein bisschen rumlungern? Also, ja, gut, die kommen wahrscheinlich an dem Auto da, was da steht, nicht vorbei. Was ist denn das? Hä? Irgendwie für die. Hm. Naja. Ich sollte dann in dem Moment noch die Waffe mal wegstecken. Ich kann euch jetzt kein Auto aufbrechen hier. Sie könnten uns ein Buch leisten. Der spinnt doch. Scheiße. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Farbigen, männlich, im French Ward. Bitte überprüfen. An alle Einheimischen, der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Ich kann ihn gar nicht verfehlen. Hier kommt die richtige Polizei. So. Scheiße. Ja, war mir von Anfang an klar. Jetzt hätte ich schon wieder gleich. Warte, mach mal anders. Ja, super. Geil. Ich kann die Cops gar nicht abhalten. Ja, komm, töt. Ich bin nicht geboten. Oh, lass sie doch. Der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Oh, lass dir doch Zeit. Komm, komm entspannt raus. Die Cops schießen zwar mit 20.000 Mann auf mich, aber ist mir egal. Komm entspannt raus, kein Problem. Was soll der Scheiß, Alter? Ach, Leute, ey. Eieiei, was geht denn heute wieder ab? So, der nächste Anlauf. Also ich sterbe echt in jeder Folge, bis ich bis jetzt immer gestorben. Achso, wir sollten mit Howard Cowley sprechen. Das wollte er irgendwas weitermachen. Ich hätte noch was für uns was Wichtiges für uns. Ich bin schon fertig. Handsome Harry wirkt etwas aufgeregt. Anscheinend vergeht sogar seiner Kundschaft die Lust, wenn auf sie geschossen wird. No. Ist er zurück im Bordell? Er nennt es lieber En Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Echt? Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn sie mit ihm fertig sind. Cool, konfrontiere Handsome Harry. Ja. Ja. Ich gehe lieber rein. Gut, dann gehen wir mal, machen wir das anders. Dann holen wir Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. So, da ist die junge Dame. In Ordnung. Was wickeln wir heute? Wehe, du verlierst das. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Oh, schauen wir mal dort hinten auf rein. Sehen wir heute Abend spielen. So. Ja, wir haben nur 160 Meter. Schade. Die wollte ich mir gerade auch noch nehmen. Auf dem Auto. Ja. Wieder mal typisch. So viel
Mädchen an ihn zöpfen, wenn der Lehrer nicht hinsagt. Rede dich groß daher, zog aber den Schwanz. Ganz den Stoff in der ganzen Stadt. Ganz ruhig, Mister. Ich hab nichts gesehen. Als ob es schwierig wäre. So, der ist auch weg. So. So, den Boss gehen wir dann aber im nächsten Part an bei Let's Play Mafia 3. Bis dann und tschüss.